Landrat Clemens Körner, Verbandsgeschäftsführer vom Kreiswohnungsverband Volker Spindler und Bürgermeister Hans-Dieter Schneider in Funktion auch als Vorsitzender des Verbandsausschusses übergaben am 6. Juni in Mutterstadt in einem 7-stöckigen Mehrfamilienhaus eine Photovoltaik- und Mieterstromanlage ihrer Bestimmung. Die Protagonisten freuten sich, denn das Projekt hat gleich mehrere positiven Eigenschaften. Es erzeugt regenerativen Strom und die Mieter haben dank der günstigen Preise Ersparnisse bei ihren Energiekosten. Und natürlich schont es die Umwelt und ist somit ein Beitrag gegen den Klimawandel. Wir überlegen, ob wir nächstes Jahr noch einen Batteriespeicher dann entsprechend integrieren in das System. Dieses Jahr haben wir es nicht gemacht, sondern erstmal schauen wollen, wie der Stromverbrauch im Haus abgenommen wird und wie die entsprechenden Kosten sind. Somit hat der Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz ein weiteres Projekt zum Wohle der Umwelt in Betrieb genommen.